Hallo und willkommen bei Watchmaxes Uhrenvideos. Schön, dass ihr reingeklickt habt. Ich hatte seit einiger Zeit schon den Gedanken, dass ich euch gerne einmal die unterschiedlichen Gehäusetypen von Sinn, zumindest die Gehäusetypen der Uhren, die sich in meiner Sammlung befinden, zeigen möchte. Dabei wollte ich eingehen auf meinen Eindruck, wie sich die Gehäuseform und das Design auf das Erscheinungsbild der Uhr auswirkt und auch auf meinen persönlichen Tragekomfort am Arm. Ich hoffe, ich kann euch den ein oder anderen neuen Blick auf bekannte Gehäuseformen eröffnen und vielleicht auch einen Fehlkauf vermeiden oder aber eine Kaufentscheidung, die ansteht, leichter machen. Und nun viel Spaß dabei! So, das sind sie also, die meiner Meinung nach drei signifikantesten und prägenden Modellvarianten und Gehäusevarianten der Sinn-Kollektion. Mein ursprünglicher Eindruck war, dass dieses Gehäuse also nicht die exakten Ausmaße im Sinne von Breite und Höhe, sondern im Sinne der Designsprache. Dieses Modell ist meiner Meinung nach eines der seltener verwendeten und das stimmt tatsächlich auch. Diese Form findet sich in der 240er und der 140er Reihe wieder. Prägnant ist hier, dass es keine sichtbar abstehenden Hörner gibt und die Kissenform der Uhr. Dies führt dazu, dass die Uhr, obwohl vergleichsweise groß, am Arm sehr flach aufliegt, das Band nicht über den Arm absteht und die Uhr die Größe wunderbar kaschiert. Das als Bemerkung der Gehäusevariante, die eher selten anzutreffen ist. Zu den ebenfalls seltener anzutreffenden Gehäusevarianten gehören Varianten, die bestimmten Modellen vorbehalten sind, wie zum Beispiel der EZM9, der EZM10 und der EZM12. Ebenfalls einer bestimmten Modellreihe vorbehalten sind die Gehäuseformen der Reihe 144 sowie der T-Modelle. Leider habe ich keine Uhren dieser Reihen im Bestand, sodass ich diese Gehäuseformen nicht zeigen kann und auf die Sinn-Webseite verweisen muss. Aber ich möchte auch im Besonderen auf die häufig anzutreffende Formensprache bei Sinn eingehen. Meiner Meinung nach sind diese beiden Gehäuseformen die typischsten für Sinn. Ich werde das gleich an einigen Punkten erläutern, aber zunächst einmal die Gehäuse zeigen. Ich habe die Uhren bewusst an Lederbänder montiert. Hier ist es das Morellato mit der Holzoberfläche und hier ein Original-Sinnband. Wie unterscheiden sich diese beiden Gehäuseformen? Fangen wir mit der 756III oder 7563 an. Man kann hier sehr schön sehen, dass die Hörner von der Seite betrachtet keinen klar definierten Ansatzpunkt haben und das Gehäuse fließend in das Horn übergeht. Es beginnt hier oben am Lünettenring, der das Glas hält, und dann zieht sich diese Linie sanft mit dem Horn herunter. Auf der Seite, wo die Chronographendrücker sind und die Krone, sieht es ganz ähnlich aus. Und von oben kann man die Hörner sehen, wie sie schön schmal zulaufen. Diese Formengebung führt dazu, dass wenn man ein Lederband montiert, die hochgezogenen Hörner und in diesem Fall durch das Werk bedingt das hohe Gehäuse eine Art Kasten, ein Einschubfach, mir fällt gerade der bessere Begriff dafür nicht ein, aber man sieht hier eine große Lücke
einen freien Platz und die Hörner ziehen nach oben, sodass das ein nicht ausgefüllter Raum ist, wenn man ein Lederband montiert. Bei einem Stahlband mit den hochschließenden Endstücken fällt das nicht auf. Dieses Gehäuse ist, wenn man nur die Formensprache mit den integrierten Hörnern und der fortlaufenden Flanke sieht, sowie dem entsprechenden Ansatz hier, das meiner Meinung nach in den allermeisten Sinnmodellen verwendete Design. Dieses Design findet sich erstaunlicherweise wieder in der Reihe 756, 757, 856, 857, 356, 358. Es findet sich wieder in der 900er Serie, in der 910er Serie. Die 556 Modelle haben exakt die gleiche Formensprache. Auch das Modell 936 greift diese Formensprache auf. Der EZM 7 greift diese Formensprache auf und auch die U1 und U2 Modelle greifen diese Formensprache auf, auch wenn der Boden etwas anders gestaltet ist. Die Jagduhr 3006 greift ebenfalls diese Flankenvariante auf und erstaunlicherweise die Kollektion der Finanzplatzuhren. Überall trifft man diese Variante der fließenden Horngestaltung und der von der Seite nicht erkennbaren Hornansätze wieder. Ganz anders sieht es aus bei der 103, hier die 103 STSA mit Saphirglasboden. Hier kann man an der Seite sehr gut erkennen, wo die Hörner ansetzen und wo der Uhrenkörper, das Gehäuse im engeren Sinne aufhört. Es gibt einen klaren Ansatzpunkt, wo man sieht, ab hier Horn und nicht mehr Uhrenkörper. Auch von unten bzw. auch von oben kann man diese Übergänge sehr klar erkennen und es sind sehr definierte Kanten, die den Unterschied deutlich machen. Diese Formensprache tritt ebenfalls in relativ vielen Modellen auf. Die 103, die ich hier vorliegen habe, die 104, der EZM3 und EZM13 greift diese Formensprache auf, ebenso die Modellreihe 203 und 206. Bei den unterschiedlichen Modellen gibt es unterschiedliche Bauhöhen, unterschiedliche Bodenformen, aber der Grundgedanke der leicht abgewinkelten Hörner in einem eckigen Design ist gleich. Und wenn man die beiden Uhren jetzt einmal nebeneinander hält, kann man auch sehen, was das mit der Uhr macht. Beide haben ein identisches Werk verbaut und brauchen also auch entsprechend ähnliche Bauhöhen. Und trotzdem wirkt die 756 etwas klobiger und dosenförmiger als die 103, die durch die etwas schmalere Flanke, den deutlich abgesetzten Boden, insgesamt ein klein wenig leichter wirkt als die große und sehr kompakt wirkende 756. Wie gesagt, das sind meiner Meinung nach die typischen Sinngehäuseformen und Gehäusesprachen, die in unterschiedlichen Modellen auftauchen. Ich werde vielleicht in der Zukunft noch einmal dieses Thema aufgreifen und dann für jede Gehäuseform zwei oder drei unterschiedliche Ausprägungen zeigen und noch verdeutlichen, wie sich diese auf die Bauhöhe und auf den Tragekomfort auswirken. Noch ein kurzer Blick an den Arm. Hier ist die 103 eine durchaus relativ hohe Uhr, die sich aber am Arm sehr kommod zeigt. Die 756 mit ähnlichen Ausmaßen wirkt am Arm doch deutlich pummeliger. Ich hoffe, ihr hattet Spaß an dieser Betrachtungsweise
und klickt auch in eines meiner nächsten Videos wieder rein. Bis dahin, euer WatchMaxe.